Ein herzliches Hallo, mein Name ist Andreas Keil. Autark zu sein ist ein erstrebenswertes Ziel. Denn wer autark ist, ist unabhängig von der öffentlichen Energieversorgung und vom vollen Supermarkt. Früher hatten die Menschen Kartoffeln, Kohlen und Kerzen im Keller. Heute dagegen verlassen sich die Leute fast blind auf die Non-Stop-Belieferung mit den Dingen des täglichen Bedarfs. Dieser Shop bietet einfache Lösungen zum Aufbau eines Notvorrats an Lebensmitteln und an unabhängigen Licht-, Koch- und Heizquellen. Ich lade alle ein, sich hier umzusehen nach dem Motto: Sei schlau, sorge vor. Autark macht stark. Wohl dem, der sich jederzeit im eigenen Kellersupermarkt bedienen kann. Ein Blick in die Natur verrät uns: Schlaue Tiere sammeln Futter. Unsere Supermärkte werden zwar ständig nachgefüllt, doch mal ehrlich, jeder weiß doch, dass eine kleine Störung schnell zu leeren Regalen führen kann. Im Ernstfall werden Massen den Supermarkt stürmen. Wer dann nicht vorgesorgt hat, kann schnell mit leeren Händen dastehen. Und bitte den Stromausfall nicht vergessen, wer vorsorgt, sitzt nicht ganz im Dunkeln. Noch ein paar Gedanken am Rande. Viele Menschen spekulieren über globale Katastrophen und über den Weltuntergang. Manche legen sogar ein Datum für solche Ereignisse fest. Ich selbst meine, kein Mensch darf den Zeitpunkt für einen Weltuntergang oder ähnliches fixieren. Vor allen Dingen sollte niemand Panik erzeugen. Sicher, es gibt Risiken und es ist gut, autark zu sein. Doch ist es nicht kontraproduktiv, sich zu viele Gedanken über mögliche Bedrohungen zu machen? Ist es nicht sinnlos, genaue Details über den Zeitpunkt und die Intensität möglicher katastrophaler Ereignisse in der Zukunft auszumalen? Um den Kopf jedoch frei zu halten und uns auf mögliche Turbulenzen in der Zukunft vorzubereiten, sollten wir aber vorsorgen. Dann können wir getrost in die Zukunft blicken. Doch bitte nicht verrückt machen und irgendwelche Horrorszenarien ausdenken. Ein Symbol für die Hoffnung ist der Regenbogen. Es ist gut, wenn wir alle hoffnungsvoll und zuversichtlich in die Zukunft blicken. Wenn wir vorsorgen, können wir gemeinsam mit unseren Kindern hoffnungsvoll die Zukunft erwarten. Wer vorsorgt, kann beruhigt nach vorne schauen. Autark zu sein heißt, einen Baum für die Zukunft zu pflanzen. Wer hier einkauft, kommt dem Ziel, autark zu sein, mit einfachen Mitteln näher und hat etwas Wertvolles in der Hand.